Shelly, dein Sohn lebt im Heim. Ah. Wer ist das denn? Warte mal. Wer war das, Mädchen? Ist das Shelly? Ach krass. Erzähl mal, Janko. Wie war die Vulkanstraße, will ich gerne wissen. Hat Spaß gemacht. Also, wo wir gedreht haben, kam genau er uns entgegen. Ich dachte, ich sehe dich richtig. Ich so, fahr mal bitte auf den Parkplatz und guck, ob da sein Auto und sein Auto stand wirklich da. Der steht auch noch öffentlich auf dem Parkplatz und jeder kann da sehen. Weißt du? Also im Puff war der? Ja, der kam gerade aus dem Puff raus und ist uns entgegengelaufen. Ich dachte mir, ich sehe nicht richtig. Derjenige, der immer über sowas redet und so Frauen schlecht macht dafür, wegen so Freizügigkeit, geht genau zu Frauen und bezahlt dafür. Aber warte mal. Was geht ab, meine Freunde? Ich hoffe, euch geht's gut. Erstmal schöne Grüße an meine Zuschauer, ihr seid die krass. Ey, er hat wirklich die Mütze abgenommen, weil wir immer wieder seine Mütze erwähnt haben. Und er hat sich ein anderes Oberteil angezogen. Ich küsse eure Augen. Dankeschön für die zahlreichen Nachrichten. Dann schöne Grüße an Shelly und schöne Grüße an Angie. Ja, ich habe jetzt deinen Namen gedroppt. Jetzt fang an zu zittern. An alle Frauen! Die kenne ich irgendwoher. Das Gesicht kommt mir bekannt vor oder sehen einfach alle Frauen gleich aus. Der satte Bitch! Jetzt renn wieder zu deiner Mutter, komm. Erst Scheiße bauen, Scheiße labern, Gerüchte auf die Welt setzen, Sachen sagen, die gar nicht stimmen, Gerüchte erfinden, nur mir ans Bein zu pissen, obwohl ich dir nie was angetan habe, obwohl ich mit dir gar keine Verbindung habe. Egal bei was, ich hab mit dir nichts zu tun. Ich hatte auch mit dir noch nie was zu tun. Du warst letztendlich nur mit meinem Cousin 3 Jahre zusammen, hast sein Leben zur Hölle gemacht. Der arme Junge, psychisch, du hast ihn kaputt gemacht. Ja, es ist die Wahrheit. Und wer versucht, meiner Familie zu schaden? Ich war bis dato die ganze Zeit korrekt zu dir. Ich dachte... Wir haben uns zurückgehalten. Wir dachten uns, ey, so, ich lass dich da raus, alles gut. So, Safi, hör zu. Ey, komm, lass die machen. Ja, obwohl du sehr, sehr schlimme Dinge meinem Cousin angetan hast. Trotzdem habe ich meine Schnauze gehalten und habe gemeint, ey, die sind erwachsen. So, ne, erwachsen bist du erstmal nicht, du bist ein richtiges Kind im Kopf. Aber ich dachte mir, ey, komm, die sind erwachsen, so sollen die für sich klären. Hab mich nie... Das Witzige ist ja, ne, seine Mutter hat ihm ja die Haare geföhnt für das Video. Eingemischt. Ich kenne ja deine Mutter, ne? Ich gehe ja immer bei ihr einkaufen. Egal, wo sie arbeitet. Scheiß drauf, muss ich jetzt hier nicht erwähnen. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, grüßt sie mich. Und das ist eine sehr, sehr höfliche Frau. Ja, die Mutter ist korrekt, sehr höflich. Die arbeitet an der Kasse. Soll ich sagen oder sagst du? Die arbeitet Edeka in diesem Bocholder Center drin. Wisst ihr, was ich meine? Einkaufszentrum Bocholt, unten ist so ein Edeka. Da arbeitet ihre Mutter. Schöne Grüße. Ich weiß, sie wird auch dieses Video sehen. Die war immer korrekt zu mir. Egal, wann sie mich gesehen hat, sie hat mich gegrüßt. Aber du, liebes Mädchen, du kommst nicht davon. Es wird noch ein Video kommen, ne? Feierabend. So, Janni, du bist ja auch eine öffentliche Person geworden, ne? Hab ich gehört, Angie? Ne, kannst ja dein Gesicht zeigen. Angie ist auf jeden Fall die neue Dilara. Dilara in Djinn-Modus am Nacken. Wallah, bist du ekelhaft, Alter. Du bist ja jetzt Person des öffentlichen Lebens. Ich kann sogar dein Gesicht einblenden, wenn ich will. Das werde ich auch in dem einen gewissen Video machen. Natürlich, alles ist nur Spaß, alles ist nur Humor. Du dachtest, du kannst das mit meinem... Wir nehmen Hände hoch, bevor die Polizei sagt, Hände hoch, Leute. Wir sind anders drauf, ne? Komm, du bist Polizist. Jetzt können sie nicht mehr sagen, Hände hoch, hier ist die Polizei. Hä? Vorbereitet sind wir. Mein Cousin machen, jetzt willst du das auch mit anderen Männern versuchen? Willst du es mit mir versuchen? Wallah, mit mir nicht. Mein Cousin ist mein Fleisch und Blut. Mein Cousin ist wie mein Bruder. Ich habe die ganze Zeit meine Fresse gehalten, aber bald ist Payback. Ich sag's dir, wie es ist. Du kommst jetzt um die Ecke und willst mir einfach ans Bein pissen, obwohl ich immer korrekt zu dir war. Erzählst Gerüchte rum, dass irgendwie, dass du Kanyavi gekorbt hättest. Ich schwöre bei Gott, Kanyavi hat dich gekorbt. Es ist so gewesen. Punkt aus Ende. Erzählt dir rum, dass sie auch was mit Jamul hatte. Ne, Jamul, dieser Rapper. Lan, Jamul wird dich nicht mal mit dem Arsch angucken. Doch, das kann sein. Jamul hatte schon mit vielen Mädels was. Dann, was laberst du? Es ist kein Geheimnis, dass ihr heimlich abgeht, also mach nicht auf dein Heimnis. Hast du deine Brüste machen lassen 10-mal? Hast du dein Gürtel machen lassen? Dann, das sieht nicht mal mehr schön aus. Natürlich, die Leute, die es machen, macht es, ne? Aber sollen noch gesund. Ja, so. Du hast meinen Cousin, den ich über alles liebe und für den ich sterben würdest, 3 Jahre lang das Leben zur Hölle gemacht. Du bist die Dorfmatratze von Bocholt. Alle Bocholter Jungs waren schon in diese Chaya, aber mein Cousin hat dich trotzdem geliebt und auf Händen getragen. Warum hast du ihn wehgetan? Mein Cousin ist mein Fleisch und Blut. Mein Bruder. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Jetzt weiß ich noch nicht einmal mehr, was ich sagen wollte. Was sagt der nochmal? Du siehst aus wie so ein... Ah, der hat gesagt, so, wenn du eine bist, mach deinen Arsch, mach deine Brüste. Aber so auf... Lecker.
So, dass es mir noch gefällt. Ne? Nicht übertreiben. Guck mal, wie korrekt er ist. Er sagt sogar zu den Frauen, ihr könnt ruhig machen, ich habe kein Problem damit. So, aber so diese noch gesunde Maß. Michelin-Reifen. Weißt du, ich meine, du siehst wirklich aus wie mein Arsch. Ja, dein Gürtel und deine Melonen, die haben sich einfach fusioniert am Nacken. Man weiß gar nicht, was was ist. Aber egal, wir geben uns das Video jetzt gemeinsam zu filmen, den heißen Brei geredet. Ich kann Krebs heilen, Leute. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann schaut bei Sarah Secret vorbei. Sie hat extra dafür Tabletten rausgebracht. Sehr viel Spaß. Also, ich kenne ihn halt sehr, sehr gut. Ich war mit seinem Cousin über 3 Jahre zusammen. Wir haben regelmäßig miteinander gechillt. Der hatte auch eine Ex-Freundin. Wir sind zur gleichen Zeit ungefähr zusammengekommen. Also er mit seiner Perle, ich mit seinem Cousin. Haben immer was zu viert gemacht auch. Und wir haben immer was zu viert gemacht auch, sagt sie. Sie sagt, wir haben regelmäßig was gemacht. Ich schwöre auf alles. Wir haben vielleicht, wenn es hochkommt, uns nur 2-mal gesehen. Und das war in einer Shisha-Bar. Das ist schon über 3 Jahre her am Manakoi. Weißt du, was ich meine? Wie regelmäßig? Wallah, meine Ex-Freundin hat sich nicht mal richtig mit dir unterhalten. Weil man sich mit dir nicht mehr unterhalten kann. Weil du die ganze Zeit nur damit beschäftigt warst, meinen Cousin fertig zu machen. Angeblich, er schaut sich andere Weiber an. Land der Junge, der guckt nur nach rechts und schon sagt dir, wer war da? Wer? Ey, war eine Eifersüchtige, also eine psychisch kranke, Leute. Wer war da? Ich teste nur gerade, ob ich noch was auf dem rechten Ohr höre. Hat dich angeguckt. Wen guckst du an? Warum guckst du die an? Lala Marco, du bist ein Psycho-Vibe. Du bist ein Psycho-Vibe. Ich schwör auf meine Oma. Ich will dir auch jetzt hier nicht erwähnen, was du noch alles gemacht hast. Weshalb du meinen Cousin angezeigt hast, obwohl er nichts getan hat. Du hast meinen Cousin für Sachen angezeigt, die er niemals getan hat. Niemals getan hat. Hast versucht, seinen Ruf zu schaden bei uns in der Stadt. Ich schwöre auf alles, mein Cousin ist der beste Mensch auf dieser Welt. Jeder kennt meinen Cousin in der Stadt und jeder weiß, dass du ihm Vergewaltigung vorgeworfen hast, was nicht gestimmt hat. Selbst die Polizei hat das rausgefunden. Mein Cousin, der ist der liebste Mensch auf dieser Welt. Du kommst auch gar nicht damit klar, dass er jetzt in einer gesunden Beziehung ist, ja, dass er mit einer Frau in einer Beziehung ist, die ihn auch wirklich wertschätzt und liebt. Du kommst darauf nicht klar. Du kommst darauf nicht klar und bis heute versuchst du immer noch irgendwie, dass er dich schreibt. Mein Cousin wird dir nie im Leben schreiben. Merkt ihr das? Ich war selber für sowas bezahlt und man den sehr oft Puff sieht. Ich selber habe ihn da leider auch schon gesehen. Du selber hast mich auch im Puff gesehen. Okay, ich habe jetzt... Okay, was hast du denn da gemacht? Hast du da gearbeitet? Warte, vielleicht sagt er das, bitte. Eine Frage, was suchst du im Puff? Hast du da Nachtschicht? Ich weiß immer, was er sagt. Hast du da selbst gearbeitet, dass du so etwas sagen kannst? Erstens, das ist doch der größte Beweis dafür, dass sie lügt. Erstens das. Und wenn Amana kommt, ich geh dahin. Was jetzt? Was jetzt? Ich geh dahin. Wenn ich... Ich mach diese ABK-Move. Ich geh Puff. Ich hab kein Problem, Leute. Wenn ich geil bin, ich spritz ab. So, ich mach jetzt eine Mischung aus Jump Broke und ABK. Ich geh Puff, ja. Und jetzt? So, die Frauen arbeiten da. Ich bezahle die dafür. Ist doch, wo ist das Problem? Ey, wow. Gehe ich dahin jeden Tag? Was willst du machen? Was jetzt, Amina Cream? Ich gehe da sogar hin mit deinem Vater. Ich kenne deinen Vater auch. Ich kenne deinen Vater. Soll ich mal den Spruch raushauen, was er zu uns gesagt hat? Wallah, du hast mit deinem Vater keinen Kontakt. Das hat auch einen bestimmten Grund. Habibi. Das ist scheiße, dass sie mit ihrem Vater keinen Kontakt hat. Aber verstehe ich nicht. Die hat Brüste gemacht, Arsch gemacht und der Vater findet sie immer noch nicht geil. Das sind echt keine guten Väter. Stellt euch mal vor, ihr gebt für euren Vater 5.000, 6.000 Euro aus, damit ihr gut aussieht und danach passiert sowas. Euer eigener Vater guckt euch nicht mal an. Für was macht ihr dann diese Brust-OP und Arsch? Also wie gesagt, der ist all das, worüber der sich beschwert über euch oder über dich, ist genau das, macht er hinterrücks. Also er gibt es nicht zu, aber er macht es, weißt du? Was mache ich hinterrücks? Frauen daten? Puff gehen? Was mache ich? Was laberst du da für eine Scheiße? Ich bin auch ein normaler Mann. Ich gehe mich vielleicht mit Frauen treffen. Das geht dich nichts an. Ich treffe mich mit Frauen. Jetzt will ich sogar zeigen. Ja, mir schreiben Weiber. Die wollen sich mit mir treffen, weil die mich hot finden. Groß. Selbstgemachter Mann. So, weißt du? Ja. Ich trage 1000 Euro Jacken. Ich trage 15.000 Euro Uhren. Ich habe AMG in Garage. Ich habe ein Haus. Ja, normal wollen sich Frauen mit mir treffen. Ich treffe mich vielleicht mit Frauen, aber das, was du da gerade erzählst, ist eine Lüge. Vielleicht treffe ich mich mit Frauen, vielleicht habe ich auch einige Frauen kennengelernt. Was juckt dich das? Bin ich kein Mensch? Bin ich kein Mann? Was interessiert dich das, Amanakoy? Du redest davon, dass ich irgendwie diese Frauen kritisiere, die sich offen zeigen? Wallah, das habe ich nie gesagt. Zeig mir, wo ich das gesagt habe. Ich habe letztendlich die Leute kritisiert dafür, dass sie die kleinen jungen Mädchen verrückt machen, die in die Öffentlichkeit gehen und das alles gut reden wollen, obwohl zum Beispiel ein BBL nicht gesund ist. Ihr wisst schon, ne, diese ganze Silikonscheiße ist nicht gesund. Man sollte... BBL ist nicht gesund. Die Rolex, die Frauen wollen mich und nicht meine Uhr. 10-mal überlegen, ob man das macht. Im Endeffekt ist es eure Entscheidung, was ihr macht. Aber wenn ihr dann einer 15-Jährigen so etwas in den Kopf bringt, normal wird sie dann verrückt und normal sieht die dann, ey, mein Vorbild hat das auch gemacht, dann...
Das ist die Sache, das ist die Sache, mein Vorbild. Und dann haben die so eine Psychose, ne, im Kopf tut sich was, so, ne, so, ihr wisst ja so, diese im Kopf drin und danach macht so und dann anders. Kann das ja nicht schief gehen. Die sehen euch doch als Vorbild. Ihr redet nicht mal über diese Risiken. Ihr redet das alles immer gut, obwohl es nicht gut ist. Willkommen zu Lass endlich deine Maske fallen, Junko, Teil 1. Dieses Video wird auf jeden Fall spicy. Ich hoffe, ihr habt euch alle Chips, Nips, Dips und Popcorn geholt. Lehnt euch zurück, klaut das Plus. In den kommenden Videos werden wir auf jeden Fall Junkos wahres Gesicht sehen und ich hoffe, ihr seid alle ready. Ja, wir sind richtig ready. Zeig mal mein wahres Gesicht. Am Anfang kommt das Video seit 2 Tagen online. Du hast über 40.000 Views, nicht mal 180 Likes. Daran merkst du auf jeden Fall, wie unglaubwürdig du bist. Du hast verkackt. Du bist nicht in der Lage dazu, irgendwen zu exposen. Du kannst es nicht und du wirst es auch niemals können. Du kannst es nicht. Du bist nicht in der Lage dazu. Du bist nicht in der Position dazu, irgendwen zu kritisieren. Bevor du irgendwie kritisierst, kritisier dich selbst. Und dann habe ich auf einmal ihn, ist er uns entgegengekommen. Das war dann auch richtig unangenehm. Und sein Auto steht halt auch mitten auf dem Parkplatz. Also jeder kann er sehen. Dem Jungen ist das auch anscheinend nicht peinlich. Ach krass, erzähl mal, Junko, wie war die Vulkanstraße, will ich gerne wissen. Hat Spaß gemacht. Ja, ich war bei deinem Vater, ne? Ich hab den 30er gegeben oder keine Ahnung, wie teuer das ist. Hab den paar Backpfeifen gegeben, ne? Also hey, boah, der kennt die Preise. Ist Vulkanstraße immer noch 30 Euro? Ey, boah, ich dachte, Inflation teurer geworden. Also ich hab ja das getan, was ich durfte, ne? Er mag es ja. Wie Geld lässt er sich aufregen, der kleine Piet. Und warum ich das jetzt sage, weißt du ganz genau, Shelly. Du gehst auf Fatis Eltern, gehst auf meine Eltern. Heul jetzt nicht rum, tu jetzt nicht so einen auf den, ey, wie ehrenlos der ist. Du darfst gar nicht von Ehre reden. Du hast mit Ehre nie was zu tun gehabt. Deine Eltern haben die Ehre nicht beigebracht. Schlag dein Lexikon auf, du Analphabet, und schau nach, was Ehre bedeutet. Ihnen ist er uns entgegengekommen, das war denn auch richtig unangenehm. Und sein Auto, komm, das war denn auch richtig... Nein, 30 Euro, aber nur noch 20 Minuten statt halbe Stunde. Ah, okay. Unangenehm und das war mir unangenehm, als du mich gesehen hast. Macht dir von vorne und hinten gar keinen Sinn. Guck mal, ich sag euch mal eine Sache. Ich bin mittlerweile, und das ist jetzt nicht abgehoben oder so, ich werde auf der Straße sehr, sehr oft erkannt. Sehr, sehr oft sogar. Das ist jetzt nicht, weil ich irgendwie denke, dass ich Justin... So, ich bin nicht Justin Bieber, ich werde sehr, sehr oft erkannt. Ich kenne das. Egal wo, weltweit. Parkplatz und jeder kann da sehen. Weißt du? Also im Puff war der? Ja, der kam gerade aus dem Puff raus und ist uns entgegengelaufen. Ich dachte mir, ich sehe nicht richtig. Derjenige, der immer über sowas redet und so Frauen schlecht macht dafür, wegen so Freizügigkeit, geht genau zu Frauen hin und bezahlt dafür. Was laberst du da für eine Scheiße? Das habe ich niemals behauptet. Jede Frau auf dieser Welt darf das tun, was sie möchte. Ich bin nicht euer Vater. Es ist mir sowas von scheißegal, was ihr macht. Jede Frau darf sich so zeigen, wie sie möchte. Ihr könnt gerne meine ganz, ganz alten Videos schauen. Dort habe ich auch gesagt, nur weil eine Frau sich offen präsentiert, offen zeigt, heißt es nicht, dass sie dreckig ist. Hat das eine mit dem anderen... Warum jetzt Sarah Sarita? Die ist doch korrekt. Nichts zu tun. Es gibt auch Frauen, die sich offen zeigen und menschlich gesehen perfekt sind. Charakter gesehen wirklich Bombe sind. Menschlich einfach ein reines Herz haben. Natürlich gibt es das. Ich habe nie was anderes behauptet. Wenn ich sowas mal behauptet haben soll, zeig mir das bitte. Aber wie sie dann auch noch erzählt, das war dem voll unangenehm. Was war mir unangenehm? Willst du mich verarschen, du kleine Lügnerin? Soll ich mal gleich zeigen, was sie unangenehm ist? Er hat gestern einen Freund von mir angerufen und meinte, ey, du bist doch cool mit Janelle, dies, das, tralala. Er meinte, ja, warum? Hat so getan, als hätte der diese ganze Geschichte nicht mitbekommen jetzt, was gerade abgeht. Sie meinte, ja, hast du denn irgendwelche Videos von mir geschickt, bitte sag nein, ich hoffe nicht. Wenn du reitest auf Kamel. Sie hat Angst, dass ich irgendwelche Videos und Bilder von dir habe. Soll ich dir mal was sagen? Wenn ich will, habe ich heute all deine Bilder. Wenn ich will, habe ich heute all deine Videos. Aber das ist das wenigste Schlimme, was man von dir hat. So, es gibt sehr, sehr schlimmere Dinge. Weißt du, was ich meine? Denn man nimmt dich jetzt nicht auseinander wegen dieser Videos. Diese Videos sind mir sowas von scheißegal. Einfach abwarten, du Dorfmatratze. Aber warte mal, ich dachte, du unterstützt keine Frauen, die ihren Körper verkaufen oder die ackern gehen. Aber selber gehst du zur Vulkanstraße? Ich verstehe dich irgendwie nicht. Irgendwie voll die Doppelmoral. Aber ey, ich kann verstehen. Ja, da haben wir dich in die Ecke getrieben, Junge. Ne? Das hier ist mein Eigentum. Wohnt er bei seinen Eltern oder wohnt er alleine? Der wohnt bei seinen Eltern noch. Also ist das Haus von seinen Eltern oder hat er das gekauft? Ey, der labert so eine Scheiße. Ich habe mir das Video gerade angeguckt. Ich so, was für sein Haus? Der hat eine eigene Etage, ja. Aber er wohnt mit seiner Familie da. Das ist das Haus von allen. Das gehört nicht. Ist ja auf den Kopf gefallen. Alter, wie kommst du auf eine Etage? Was für, ich habe eine eigene Etage. Schau, mein Gott, ich habe keine eigene Etage. Was laberst du da für eine Scheiße, Land? Ja, ich lebe mit meiner Familie in diesem Haus hier. Und das Haus gehört mir. Es ist mein Haus. Wallah, es ist mein Haus. Boah, wie die Augen machen. Der hat geschworen, Leute. Warum soll er denn schwören? Ne? Oder will er Shelly beeindrucken?
damit sie auch zu ihm kommt. Machen, wie die explodieren. Boah, Danny, was ist los? Mann, ich schwör auf alles, die letzten zwei Tage, die haben so viel Auge auf mich gemacht, auf mein Auto gemacht. Danny, wenn ich morgen sterben sollte, das würde mich nicht wundern. Danny, die redet so, als hätte ich voll mit dir Kontakt gehabt. Die redet so, als würde sie mal bei mir zu Hause gewesen sein. Walla, Bila, du warst doch nie bei mir zu Hause. Kokain ist für sie das Einzige, was zählt. Wie kannst du behaupten, dass ich... Diese Einblendungen. Ey, ich hab Bock zu sterben. Mit YouTube vielleicht im Monat, das hat er damals mal so gesagt, so 2.500. So, den Rest, ne, steckt ihm sein Vater auch mal. Wann habe ich mit dir über meine Finanzen gesprochen? Wann haben wir nach Köln? Wann? Ne, ich glaube, der verdient mehr als 2.500 mit dem Kanal. Ich würde sagen, der hat komischerweise nie Placements, ne? Hatte der schon mal ein Placement? Ich glaube nicht. Ich würde sagen, so 4-5. Komm, wir gucken auf Social Blade. Hier steht 3. Ja, so 3.500, 4.000 Euro, 4.000. Wer bist du? Bist du mein Steuerberater? Wer bist du, Lana Menakoyim? Du redest von 2.500, was auch sehr viel Geld ist für den einen oder anderen. Aber ich kann dir eins sagen, Angie, ich werde dir mittlerweile das Dreifache. Und jetzt explodiert... 7.500. Explodiert, Leute. Der hat auch noch Unternehmen im Hintergrund. Ihr habt keine Ahnung. Oh nein. Allah, ich find's gerade auch peinlich, dass ich es sagen muss. Aber ey, was soll ich machen? Ich schwöre bei Gott, ich bin doch jeden dankbar. Ich bin Gott jeden Tag dankbar. Alhamdulillah, uns geht es sehr, sehr gut. Uns geht es sehr, sehr gut. Ich schwöre, was laberst du da? Und jetzt wirst du wahrscheinlich auch überhaupt, mein Cousin hätte das gesagt, nur um irgendwie fitner zu machen zwischen mir und mein Cousin. Junge, mein Cousin hat gesehen, was für Zahlen ich habe. Wallah, mein Cousin hat gesehen, was für Zahlen ich habe. Mein Cousin ist mein Ein alles, der wird mich niemals schlecht reden. Der wird auch niemals so etwas behaupten. Trau dich, den Namen von meinem Cousin in den Mund zu nehmen. Ich schwöre, Trau dich. Sein Zip, nimm ruhig, da haben wir kein Problem. Kannst du machen, aber seinen Namen, le. Das machst du nicht. Das springt ein Ende. Natürlich, ne, nur Spaß, Humor. Mit 20 Jahren, ich will... Das Auto hat er auch nicht einfach, wir waren dabei, das hat er auch nicht einfach so Cash bezahlt, das hat er finanziert. Guck mal, alles schön und gut, wir wissen, dass du 2.000 mit YouTube verdienst. Vielleicht... Oh mein Gott, Bruder, die haben so viel Auge auf mich und mein Auto gemacht. Ja, nee, morgen mein Auto, Totalschaden, 100%, irgendwas wird passieren. Mein Auto, und ihr wisst, ich fahre ein, was fährt der C-Coupé, ne? Ich fahre ein C-Coupé, so. Ja. Wenn irgendwas morgen mit diesem C-Coupé 60 oder 70.000 Euro passiert, ihr wisst dann, das war Auge. Passieren. Töbe, Nazar Demessen, ja. Ja, den Morgen, ich werde nicht mehr auf dieser Welt sein, Bruder, ja. Die haben mich gebumst, Amenakoyimland. So viel Auge, wie die gemacht haben. Ja, nee, was labert die da? Nur ich kann dir hier mit Stolz sagen, ich habe das Auto sofort gekauft. Bist du neidisch? An alle Frauen. Das hat er sofort gekauft. Er hat 60.000, er ist Mercedes reingegangen, ne. Er hat diese Batzen so, er hat so geschwungen. Und hat in sein Gesicht geworfen, meinte, hier, zähl nach. Da sind bestimmt Taui oder zwei zu viel, behalt. Mach Auto fertig. Bist du neidisch? Ich kann dir gerne sagen, wie viel ich für das Auto gezahlt habe. Ich habe keinen Kredit dafür aufgenommen. Ich habe das Auto nicht geleast oder was auch immer. Ich habe das Auto sofort gekauft. Kokain ist für sie das Einzige, was zählt. Guck mal, Leute, für den einen oder anderen Zuschauer, der gerade neu am Start ist, der wird wahrscheinlich denken, ey, was ist das für ein abgehobener Typ, Alter? Leute, ich bin nicht abgehoben. Nur weil ich seit 3 Videos erwähne, dass ich mein Auto bar bezahlt habe, dass ich meine Rolex gekauft habe, dass ich Moncler-Jacke für 1.000 Euro trage, dass ich ein Haus habe, ne? Heißt es nicht, dass ich am Flexen bin, weil die sagen, ich hätte nichts. Ne? Ich mache das für die Leute da, damit die vor Neid platzen. So, ich bin auch nur ein normaler Typ. Also ich bin Gott dankbar. Ich möchte einfach nur die Wahrheit sagen. Und ich sage hier die Wahrheit. Ich schwöre auf alles, was mir heilig ist. Alles, was aus ihrem Mund kommt, ist einfach gelogen. Lang, geh du mal lieber arbeiten. Lang, deine Brust hast du nicht mal selbst machen lassen. Deine Brust hat irgendein Mann die bezahlt. Schämst du dich nicht? An alle Frauen! Der sorte Bitch! Vielleicht auch weniger, vielleicht ein bisschen auch mehr. Aber sag doch einfach, dass dein Daddy deinen Benz finanziert. Dass dein Daddy deine Rolli gekauft hat. Du musst nicht lügen und dich krass darstellen oder dich pushen auf deine Dachgeschossetage. Du hast dir nicht dein eigenes Traumauto gekauft. Dein Daddy hat dein Traumauto finanziert. Und Respekt an die Menschen, die sich wirklich ihr eigenes Auto kaufen. Props an euch.
Ich schwöre auf was, woher möchtest du überhaupt wissen? Nur weil das irgendein Mädchen sagt, mit der ich nicht mal was zu tun hab. Nur weil sie das sagt, heißt es nicht, dass es stimmt, Amina. Ich glaub doch nicht jeden Scheiß. Aber du machst das einfach nur, du versuchst einfach nur, mich ins schlechte Licht zu rücken. Du versuchst mich einfach nur fertig zu machen, weil du es nicht schaffst. Amina, wer ist Angie? Land, wer ist die? Ich kacke auf ihr Kopf, Amina. Wer ist die? Das ist eine arme Schluckerin. Land, die hat nicht mal einen Abschluss. Scheiß mal auf Ausbildung, die hat nicht mal einen Abschluss. Soll ich den Leuten mal erzählen, wieso du nicht mehr... Ja, die hat nicht mal einen Abschluss, ne? Ich hab sogar Realschulabschluss. Damals, ABK hat die ganze Zeit über meinen Abschluss geredet. Jetzt rede ich über Abschlüsse. In die Schule gegangen bist, du Michelin-Reifen. Soll ich mal erzählen, warum? Junge, du bist so krank. Du schläfst mit irgendwelchen Männern, sagst denen, dass du die Pille genommen hast, obwohl es nicht stimmt, mit der Hoffnung, schwanger zu werden. Und dann bedrohst du die Männer. Das hast du dreimal gemacht, dreimal zu viel. Aber egal, das bestimmte Video über dich wird kommen. Und ich schwöre, ich werde auch dein Gesicht zeigen. Ist mir sowas von scheißegal, du bist ja eine öffentliche Person. Darf ich ja, oder? Ich werde eine Dokumentation über dich drehen, tamam. Und das auch zu Recht. Keiner kann mir sagen, ey, Janelle, du übertreibst. Nein, zu Recht. Solche Menschen gönnen. Nein. Der übertreibt nicht, Leute. Zu Recht. Diesmal zu Recht. In den Knast. Also er bezahlt jeden Monat das ab. Das hat mein Ex mir selber mal gesagt, dass er sehr, sehr, sehr viel auch von seinem Vater immer zugesteckt bekommt. Wallah, Billa stimmt nicht. Seitdem ich 16 Jahre alt bin, nehme ich kein Geld von meinem Vater. Ich schwöre auf alles, was mir heilig ist. Du laberst so eine Scheiße. Er nimmt kein Geld von seinem Vater. BZ nimmt nicht, er nimmt nicht. Das sind alles Ehrenmänner. Und wisst ihr warum? Weil sie Türken sind. Nur Türken sind die einzigen, seitdem sie 10 Jahre alt sind, wollen sie arbeiten gehen und nehmen kein Geld mehr von ihren Eltern. Weißt du, mein Cousin hat sowas niemals behauptet. Mein Cousin wird sowas niemals sagen. Das ist mein Cousin. Ich kenne ihn, seitdem ich denken kann. Weißt du, was ich meine? Er ist genau in meinem Alter. So, ich bin ein paar Monate älter. Ich kenne ihn, seitdem ich denken kann. Ich weiß, wie er tickt in jeder Situation. Ich weiß, wie er ist. Ich kenne den Jungen seit 22 Jahren. Gebt euch das mal an. Ich kenne den Jungen seit über 22 Jahren. Das ist mein Cousin. Und ich sag's euch, wie es ist. Er ist Familie. Ich liebe ihn wie ein Bruder. Und er liebt mich auch wie ein Bruder. Und ich schwöre auf alles, für den würde ich eine Kugel fahren. Für den würde ich sterben. So ein. Für den würde ich Kugel fangen. Weil bei uns im Bocholt kommen manchmal Leute und schießen. Die schießen. Aber bei ihm. Ha, ha, hier in meinen Mund. Steck die Waffe in meinen Mund, aber lass meinen Cousin in Ruhe. Komm, ha, ha. Zwei Waffen, ha. Ja, ja. Ich hatte mal eine geladene Waffe in meinem Mund, Leute. Hab ich euch das erzählt? Sogar zweimal. Ja, aber ich will jetzt nicht rumprallen, dass ich ein Mann bin. Weil ich Waffen an Waffen lutsche. Sehr viel dazu getan zu dem Auto und so. Hätte der sich alles selber aufgebaut. Scheißdreck. Der hätte sich nicht mal das halbe Auto selber finanzieren können. Soll ich euch mal jetzt was sagen? Ich schwöre auf alles, was mir heilig ist. Ich war sogar vor kurzem noch am Überlegen, ein neues Auto zu kaufen. Ich wollte mir ein S... Ja, ja. Hört jetzt zu, was er sich holen wollte. 63 Coupé kaufen. Ich wollte es mir kaufen, aber ich dachte mir, ey, ich bin doch behindert. Ich bin doch behindert, wenn ich... Ja, ich wollte mir ein S63 Coupé holen. So. Einfach so für 120.000. Aber dann dachte ich mir, ich bin doch behindert. Wofür? Wofür soll ich so viel Geld ausgeben? So, und ich bin auch nicht abgehoben. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich Geld habe oder dass ich was Besseres bin, weil ich jetzt ein S-Coupé kaufen wollte. Jetzt vor Neid. Kannst jetzt schön deiner Mutter erzählen. Inshallah, wenn alles gut läuft, habe ich demnächst meine zweite Immobilie. Explodier vor Neid, Amr. Ah, meine zweite Immobilie. Und jetzt? Schul. Na, komm. Ja, ja, eigenes Traumauto mit Cash bezahlt. Digga, du finanzierst das jeden Monat ab. Was laberst du? Das ist nicht mal dein Auto, Digga. Bestimmt teilst du es dir auch mit deinem Daddy, Alter. Soll ich dir mal was sagen? Alles, was mir gehört, gehört auch... Alles, was mir gehört, gehört auch meinen Eltern, meiner Familie. Die dürfen alles mitbenutzen. So. Das heißt, Zweitschlüssel liegt immer auf Tisch und mein Vater kann jederzeit mein Auto nehmen. Weil ich lege keinen Wert auf Materielles. Alhamdulillah, uns geht es gut. Aber mir ist das egal. Dankbares Stück Dreck bist. Was hast du jemals deiner Mutter gegeben? Hast du überhaupt mal deiner Mutter ein Geburtstagsgeschenk gemacht? Du möchtest gern Miss VIP-Shakerin? Du Göttwerin? Pass auf, was du sagst. Alles, was du von mir siehst, ob es Auto ist, Uhr ist, Klamotten ist, habe ich selber gekauft. Ich nehme kein Geld von meinem Vater. Ich nehme, seitdem ich 16 Jahre alt bin, kein Geld von meinem Vater. Und ich bin stolz darauf. Da, wo ich mir mein Auto gekauft habe, mein Vater hat geweint. Mein Vater musste weinen, ne? Dieses Bild war nass. Ich kam nach Hause, ich sehe... Das Bild einfach nass. Ich sehe, Al Pacino, ne, hat geweint. Tony Montana hat geweint, weil mein Vater in ihm drin ist. Er kann aus Bildern weinen. Geweint, wo ich mein Auto gekauft habe. Ich bin 22 Jahre alt, ich habe meinen Vater noch nie weinen gesehen, wo ich mein eigenes Auto... Mein Vater hat noch nie geweint, in seinem ganzen Leben nicht, ne? Egal, was in der Familie passiert ist, mein Vater hat nie eine Träne vergossen. Aber als er gesehen hat, dass ich mir ein Auto gekauft habe, ne, hat sein Geist geweint. Wir haben nach oben geschaut und es hat geregnet, Leute.
Und da wusste ich, es ist mein Vater. Das sind seine Tränen. Auto gekauft habe und er gesehen hat, ich habe es auf einen Schlag gekauft. Er hat geweint. Er war stolz auf mich. Ich schwöre auf alles, ich habe noch nie so ein Gefühl. Ich fange fast zu weinen an. Junge! Ich muss weinen, wenn ich darüber nachdenke, dass mein Vater geweint hat. Die reden voll über diese materialistischen Dinge, die sind genau nur darauf hängen geblieben. Alter, die inneren Werte sind komplett egal, die sind einfach futsch, Bruder. Du redest davon, dass mein Vater mir meine Rolex gekauft hat? Ja, Mann. Ey, Leute. Die inneren Werte sind komplett futsch. Jetzt hör zu. Bei irgendeinem Video habe ich diese Jacke einmal angezogen. Guck mal, die reden voll über diese materialistischen Dinge, die sind genau nur darauf hängen geblieben. Die sind nur darauf hängen geblieben. Warte. Alter, die inneren Werte sind komplett egal, die sind einfach... Komplett egal, alle reden nur noch über Materialismus. Futsch, Bruder. Du redest davon, dass mein Vater mir meine Rolex... Ja, meine Rolex. Ich zeig meine Rolex, ja, ja. Im 10. Video habe ich sie wieder gezeigt. Mein Vater hat sie mir geholt, angeblich. Gekauft hat? Ja, Mann, mein Vater gibt 11.000 Euro aus, nur damit sein Sohn an seinem linken Arm eine Rolex trägt. Wir sind kein... Am linken Arm eine Rolex. Ich erwähne, am linken Arm. Nicht rechts, links, Leute. Linke Arm, Rolex. Eine Millionäre. Ja, ja, zweimal angezogen, die Jacke, ne? Ich spuck auf diese 1.000 Euro, ne? Es gibt Menschen da draußen, die keine Jacken haben. Oh mein Gott, jetzt kommt ihr auf diese Schiene. Ich hab gemeint, ich spuck auf diese Moncler-Weste. Auf diese 1.000 Euro Moncler-Weste spuck ich. Weil die einfach hässlich ist und die Jacke mich einfach nur manipuliert hat. Mein bester Freund hat mich manipuliert, voila. Mein bester Freund meinte, ey, die steht dir, du bist groß. Aber komm, der sagt mir, du bist 1,90 groß, Bruder. Die Jacke ballert bei dir, vertrau mir und so. Plastikkette, Mamena, Koyim Design, Jacke, so hat von hässlich. Oder ich schaue auf alles, welche eine Frau, ich würde mich selber nicht angucken, ich würde mich angucken. Aber rote Jacke ist echt ein No-Go, Leute. Anspucken, Bruder, was ist das für eine Jacke, Lan? Die erfrieren. Spende doch diese Jacke. Verkauf doch diese Jacke. Mach was Besseres mit diesen 1.000 Euro. Du bist ja so ein toller Mensch. Du bist ja so gut. Hat doch nichts zu tun, weißt du, wie oft der hier, wie oft ich den hier am Fenster sehe, weil der fährt von morgens bis abends hier mit seinem Auto, ich weiß nicht, wie viel tankt der Junge oder wie viel Geld er für Tank ausgibt. Der hat nichts anderes zu tun, er fährt hier 50 Mal im Kreis. Ey, das ist so lustig, der fährt 50 Mal im Kreis durch Woche, damit Leute ihn erkennen. Stadt. Am Wochenende ist er mit seinen Kollegen, fährt immer nach Düsseldorf-Altstadt, um zu hoffen, da irgendwelche Weiber abzuschleppen. Junge, was ist eine Schwätzerin an meiner Koyim? Ich fahre ein Coupé. Frag mal meine Kollegen, die dürfen doch nicht mal hinten sitzen. Walla, weil ich so pingelig bin. Weil ich weiß... Ich bin so ein pingeliger Typ, ich mag das nicht, eingeengt zu sein. Weißt du, wisst ihr? Ich und er sind gleich. Wir sind beide pingelig. An meiner Koyim, Coupé hinten eng, die werden dreckig machen mit Schuhen und so. Benz Liebhaber wissen Bescheid. Was für Weiber abschleppen und Walla, seit wann war ich mit meinem C-Coupé in Düsseldorf? Wann war ich mit meinem C-Coupé in Düsseldorf Altstadt rumfahren? Was laberst du für eine Scheiße? Du redest davon, ja, ich weiß gar nicht, wie viel Geld der für Tank ausgibt. Soll ich dir mal sagen? Alle 4 Tage tanke ich voll und jetzt lande ich wenigstens fahr ich mit meinem eigenen Auto. Alle 4 Tage? 150 Euro sind das. Hä? Rechne aus. 1.000 Euro im Monat für Tank. Einfach so, Tag. Juckt mich nicht. Rum. Weißt du, was ich meine? Nicht so wie du als Beifahrer bei irgendwelchen Männern mit... Du Junge, du gibst auf Rückbänken an, meiner Koyim. Alter, lass mich die Storys nicht raushauen. In jeder Ecke im Bochert hast du schon einmal Tschach-Tschach gemacht. Lass mich die Storys nicht auspacken. Ich dachte, du bist so busy. Was ist los, Lejanko? Aber anscheinend nicht. Du hast nichts Besseres zu tun, als mit dem Auto von Daddy durch Bocholt zu cruisen, durch die Stadt und irgendwelche Weiber klarzumachen. Welches Weib will dich bitte? Sei mal ehrlich. Also guck mal, ich sag dir mal eine Sache. Du redest hier gerade angeblich Daddys Auto. Das ist genau das Auto, womit du fahren wolltest. Late Night Drive. Wolltest bei mir einsteigen und mir ein Late Night Drive führen. Du Stück Dreck. Und jetzt sagst du Daddys Auto. Aber finde ich irgendwo cool, dass du das so behauptest. Weißt du warum? Weil ich weiß, das ist für dich was Besonderes. Ich weiß, ich hab's selbst gekauft. Ich weiß, es ist mein Auto. So, meine Freunde wissen, es ist mein Auto. So, ich muss niemandem was beweisen. Leck einfach meine Eier. Ganze Video, 30 Minuten, der redet über seine Uhr, sein Auto und seinen Besitz. Aber weil er keinen Bock hat auf diese materialistischen Sachen, Leute, weil das nervt ihn. Beschwerst dich, dass wir nicht arbeiten gehen, dass wir keine Ausbildung machen oder sonst was. Digga, du machst selber nix. Du machst selber nix aus deinem Leben, außer zur Vulkanstraße zu gehen. Ja, und dein Vater zu ohrfeigen. Ich gebe ihm doch Geld dafür. Ich darf es ja. Er möchte es ja. Ich gebe ihm Geld dort. Wir sind dann auf seinem Zimmer. Und ich gebe ihm links, rechts ohrfeigen. Und ihm gefällt das auch noch. Und du redest davon, dass ich nichts mache. Ich mache in 2 Tagen mehr als wie du in einem Jahr. Vertrau mir. In 2 Tagen mach ich mehr als du in einem Jahr. Vertrau mir. Ich will nicht auspacken. Ich will nicht sagen, welche Firmen ich im Hintergrund habe. Und das meine ich jetzt nicht finanziell, ich meine so allgemein. Hamdullah, wir haben ein Unternehmen aufgebaut. Wir sind ein Unternehmen. Was willst du machen? Du hast gerade einen Managementvertrag unterschrieben, du Dummkopf. 80-20, du Vollidiot. Muss 80% abdrücken. Management. Ich habe Unternehmen und du bist noch Managementvertrag. 80-20.
Ich habe eigentlich keine Lust mehr zu reden, Leute. Ich sag euch ehrlich, Unternehmen. Zwei Tagen mache ich mehr als du in einem Jahr. Egal, komm, ich erzähle euch noch ein bisschen was über das Unternehmen. Und diese restlichen 20% kriegst du nicht mal wieder raus. Hoffst damit einen Major-Deal zu bekommen, du Vollidiot. Musst 80% abdrücken. Aber egal, wir wollen jetzt über diese Verträge nicht reden. An diese Männer da, ne? Schöne Grüße an euch, ihr habt alles richtig gemacht. Dieses Mädchen hat sich anders verdient. Zieht die ab, Amen, okay. Und alles, was ich dir erzählt habe. Ich grüße andere Managements. Drilon. Drilon. Was geht? Boah, für dieses Wort, ne, wirst du sowas von ein geiles Video bekommen. Fang jetzt schon mal zu zittern, wenn ich alles kontaktieren werde für dich. Was will meine Ex-Freundin jetzt sagen? Tamam, du hast sie kontaktiert. Was möchte meine Ex-Freundin sagen? Meine Ex-Freundin fand dich von Anfang an eklig, Mann. So wie ich dich auch eklig finde. Ich hab ihr auch von vornherein gesagt, weil dann mach keinen Kontakt, bau keinen Kontakt mit der auf. Die ist dreckig und das hab ich auch schon damals. Ich hab direkt zu meiner Freundin gesagt, damals meiner Ex, Bau keinen Kontakt mit der auf. Meine Ex-Freundin so, ey, bitte, warum? Und so, vertrau mir. So, ich bin ein erwachsener Mann, gestanden. Seitdem ich 16 bin, kriege ich keinen Cent von meinem Vater. Ich weiß, wovon ich rede. Zu meinem Cousin gesagt. Ich sag, ey, Bro, ich weiß, du liebst sie, aber ey, die ist nicht die Frau fürs Leben, die ist ekelhaft. Was weißt du? Explodier vor Neid. Walla, seine jetzige Freundin sieht besser aus als du, ist Charakter gesehen besser als du, ist wenigstens ein Mensch und hat Gefühle. Weißt du, was ich meine? Nicht so wie du. Der geiert auf die Freundin von seinem Cousin, Leute. Er sagt, sie sieht besser aus als du. So. Woher weiß er das? Er hat von Kopf bis Fuß die Freundin seines Cousins abgecheckt. Und sein Cousin, er kann nichts machen. Warum? Le Janko gibt den ab und zu Taschengeld. So. Wollte ich euch nicht verraten, aber der Cousin von Le Janko kriegt Taschengeld von Le Janko. So in der Woche 100 Euro, manchmal 150, damit der Wochenende was Schönes unternehmen kann. Behauptet, wenn ich mal sowas gesagt haben soll, zeig. Ich habe nie behauptet, dass ich deine Leichen aus dem Keller rausholen möchte. Hab ich nie gesagt, hab ich nie behauptet. Das zeigt nämlich Charakterschwäche. Aber diese Leichen, die ich jetzt in deinem Keller gefunden habe, glaub mir, du möchtest nicht, dass ich die auspacke, mein Schatz. Ich hatte noch nie was gegen dich. Ich habe sogar mal in einem Livestream gesagt, dass wir gut miteinander sind und wir kein Problem miteinander haben. Ja, warum? Ja, ich habe das erwähnt. Korrekt, Livestream, ey, Meinung zu der Janko, zwischen uns ist alles gut. Warum hast du das gesagt, weil du Angst hattest? Und laber nicht von wegen, ja, ey, pass auf, ich mach dich fertig, was auch immer, mach was du möchtest, das ist mehr Content für mich, besser für mich, bitte mach. Jetzt redest du von Teil 2, Lan Amenakoim, keiner nimmt dich ernst. Lan, du hast nicht mal 180 Likes bekommen, 180 Likes auf TikTok mit 40.000 Aufrufen. Walla, schäm dich mal ein bisschen, Lan, schäm dich mal ein bisschen. Die ganze Menschheit hat gesehen, wie lächerlich du bist. Aber wenn jemand mir ans Bein pisst, pisse ich natürlich zurück. Und das hast du getan. Und ohne Begründung hast du das getan, weil wir noch nie ein Problem miteinander hatten. Und ich bin eine Person, ich schieße gegen keinen, der nicht gegen mich schießt. Du hast angefangen und vertrau mir, ich werde dein Ende bringen. Ja, rack wirst du machen, Amenakoim. Du willst mein Ende bringen? Bitteschön, viel Glück. Versuch. Der Vestafler, du bist ja von dir selbst richtig überzeugt. Nein, Amenakoim, du kannst dich mal eine Cola-Dose umwerfen. Wie, du willst mein Ende bringen, Amenakoim? Geh mal deine Fußnägel schneiden, Amenakoim. Ich hab ein Bild von ihrem Fuß gesehen, ne? Amenakoim, die lässt einfach ihre Fußnägel wachsen. Aber so richtig ekelhaft wachsen. Ich wollte eigentlich niemals so ein Video machen oder über irgendwelche Menschen auspacken, denn eigentlich bin ich nicht so. Aber ich merke, deine Videos werden immer niveauloser, respektloser und du setzt Gerüchte in die Welt, die einfach nur ekelhaft sind und sind. Ich kann noch mehr über dich auspacken, aber vertrau mir, das willst du nicht, denn dann zerstöre ich dich wirklich. Mit diesem Video möchte ich dir einfach nur sagen, was du kannst, kann ich auch und schlimmer. Aber Shelly hat keinen Bock. Sie könnte richtig zerstören, aber sie will nicht, sie hält sich zurück. Deswegen lass es, weg bitte kein Löwen. Weg bitte kein... Und ihr wisst, Löwe kostet 400 Euro, also besser schlafen. Besser nicht wecken, Leute. Besser nicht wecken. Löwe kostet 400 Euro auf TikTok. Ist schon hart. Ein Löwen. Lan, du siehst aus wie Angelo, Amenakoim. Laber mich nicht voll. Ich sag, weg bitte kein Löwen. Lan, du Mesut Özil auf Crack. Laber mich nicht voll, Lan. Was laberst du? Kann weg bitte kein Löwen. Welcher Löwe klaut Handys? Welcher Löwe checkt sein Gött im VIP? Welcher Löwe verkauft sich, Amenakoim? Lan, sick, der geht, Amenakoim, Lan. Ich möchte auch nicht so dreckig und ekelhaft werden. Lass es einfach sein. Lass die scheiß Videos gegen mich. Hör auf, Gerüchte in die Welt zu setzen. Und alles ist gut. Und ey, einen Vorschlag gebe ich dir auch. Wir können uns gerne treffen, wenn du ein Problem mit mir hast. Wir setzen uns gerne in Café hin. Wir reden miteinander. Zeig mir, dass du ein Mann bist. Zeig mir gerne deine Eier. Steh dazu. Komm, Café. Komm, wir reden.
Mal gucken, ob Lejako sich traut. Geh zu deinem Mann, lass uns gerne treffen und wir können gerne reden. Lärm, da können wir lernen erstmal Videos schneiden, ne? Was bist du? Bist du mein Onkel oder was? Komm, einen Kaffee trinken, wenn du ein Mann bist. Was labert die da, Manakui? Dann kommst du schon mal in einen Kaffee rein, weil jeder weiß, wie lächerlich du bist. Aber Shelly, ich hab nur eine Frage, okay? Wie alt wäre jetzt eigentlich dein Sohn geworden? Von dem 40-jährigen Mann. Oh, Finale 4 kommt. Ja, stimmt, Lejako hat mich hochgepusht. Doch was wäre Social Media heute ohne uns? Ganz am Rande, wir haben uns nie hochgelutscht. Deshalb ist die neue Milli zwischen Bauch und Hosenboden.